Freunde von Mühlbold News, hier bin ich wieder. Ja, Beate, das Mikro ist an. So, es geht gleich los. Ihr seht, ich habe leider heute nichts da, aber ich verspreche euch, ich werde da wieder was hinstellen, wo wir dann verlosen. Weil es macht richtig Spaß, hier Leute im Studio zu haben. Bevor ich es vergesse, man hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich soll doch mal den Wurstl einladen, ja, als Interviewpartner. Er wäre eine interessante Person. Also, lieber Wurstl, ich weiß jetzt nicht, was die Leute damit meinen, aber wenn es die Leute mögen, dann lade ich dich doch gerne hier ein in das Studio. Ich werde dir auch hier extra zwei Stühle, ja, für uns. Und dann führen wir zweimal ein Interview. Dann machen wir ein Wurstl-Sonderedition. Das wäre doch was. Also, lieber Wurstl, sehe das als Einladung. Liebe Zuschauer, ihr seht, eure Wünsche kommen bei mir an. So, und jetzt geht's los. Die erste Nachricht. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sage es einfach mal. Fleisch, Alkohol und Smartphone. Das sind Luxusgüter, auf die viele in der Fastenzeit verzichten wollen. Sollen es mehr als die Hälfte der Deutschen für eine gute Idee, in der Fastenzeit auf ein bestimmtes Konsumgut zu verzichten? Und jetzt kommt's. Der Karlsruher Verkehrsbund bietet ab Aschermittwoch ein vergünstigtes Ticket an. Das Fastenticket soll Autofahrer an die öffentlichen Verkehrsmittel binden. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich sage echt nichts dazu. Es fällt mir schwer, aber ich sage nichts dazu. So, weiter geht's. Karlsruher Bewegungspass ist ein Erfolgsmodell. Auch Sportvereine starten das Angebot für Kinder. Kinder bewegen sich zu wenig, das wissen wir. Ihre motorischen Auffälligkeiten nahmen in den letzten Jahren stark zu. Und genau hier setzt der Karlsruher Bewegungspass an. Kinder von 2 bis 7 Jahren werden spielerisch an verschiedene grundlegende Bewegungsfertigkeiten herangeführt und so ihre motorische Entwicklung unterstützt. Das Konzept entwickelte die Stadt Stuttgart. Da kann ich jetzt nichts dafür. Für Stuttgart kann ich nichts. Nun soll es wieder unter... Liebe Stuttgarter, ich mache natürlich Blödsinn, um Gottes Willen. Also, ich mag die Schwaben genauso wie die Baden-Württemberger. Oh, jetzt kriege ich Ärger. Nein, also... Nun soll es mit der Unterstützung des Sozialministeriums und des Kultusministeriums Baden-Württemberg im ganzen Land verbreitet werden. Erste Zertifizierungsschulung, nachdem das Projekt im Oktober 2019 in Stadt und Landkreis Karlsruhe erfolgreich startete, fand am 1. Februar 2020 erstmalig eine Zertifizierungsschulung für 24 Übungsleiterinnen und Leiter aus Sportvereinen in Stadt und Landkreis Karlsruhe statt. Um die Inhalte des Bewegungspasses kennenzulernen und einzuüben. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, geht mal auf karlsruhe.de und da gebt ihr bitte ein Bewegungspass und dann kommt ihr auf die Seite. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr digitaler Mensch bin. Aber ich finde es trotzdem sehr schade, wenn die Kinder tatsächlich nur vor diesen Kästen sitzen. Aber es gehört einfach dazu, wir wollen es nicht verdollern, es gehört zu unserem Leben dazu. Es ist einfach so, trotzdem müssen wir schauen, dass die Jugendlichen trotzdem ihre Bewegung behalten. Also nicht jetzt die Smartphones wegschmeißen und die Tablets, sondern geht und bewegt euch mit euren Kindern. So, und das nächste heißt auch Girls and Boys Days. Hatten wir schon mal. Dienststellen geben spannende Einblicke in das Berufsleben. Am bundesweiten Girls and Boys Day, der in diesem Jahr am Donnerstag, den 26. März stattfindet, nimmt auch die Karlsruher Stadtverwaltung teil. Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse können an diesem Tag Einblick in die Arbeitsalltagswelt vielfältiger Berufsfelder bekommen, auch selbst mit Hand anlegen. Also, da geht es darum, dass die Jungs sich mal in die Mädchenberufe reinschnuppern und die Mädchen in die Jungenberufe reinschnuppern. Kann man davon halten, was man will. Ich denke mal,
Es ist ein Erfolgsmodell, hat es geheißen. Also, liebe Girls, liebe Boys, geht mal dahin und schaut es euch an. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auf www.girls-day.de oder www.boys-day.de euch Informationen holen. Ja, dann macht das mal. So, ich habe sie. Manche fragen, warum. Guckt mal, so sieht es aus. Ich habe hier dasselbe wie hier, nur ich habe immer Angst, dass mal was ausfällt und deshalb denke ich, naja, doppelt hält besser. Deshalb mache ich hier mit dem, also ich spiele da nicht nur rum, ja, nur dass mit was klar ist. So, und zwar, es wurde ein neuer Vorstand für den Beirat für Menschen mit Behinderung gewählt. Ganz, ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig. Da mache ich jetzt keinen Blödsinn darüber. Sehr, sehr wichtig, Menschen mit Behinderung. Es ist gut, dass wir sowas haben. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich für behinderte Menschen einsetzen. Es ist ganz wichtig, wenn ich nämlich manchmal schaue, was in der Stadt los ist. Ich sehe, und ich bin ja ein Beobachter, ich sehe Menschen mit Behinderung und ich sehe aber auch Menschen, die einfach diese Menschen ignorieren oder aus dem Blickwinkel so anschauen und denken, was ist denn das für ein... Leute, seid froh, dass ihr nicht behindert seid. Denkt daran, jeden Morgen aufstehen und dankbar sein, dass ihr keine Behinderung habt. Könnt ihr jeden von uns treffen, egal in welcher Weise. Und deshalb sage ich, Arthur Budnik löst die Vorsitzende Josephine Schellens ab. Der Beirat für Menschen mit Behinderungen hatte mit Arthur Budnik einen neuen Vorsitzenden. Oder hat. Budnik ist seit November 2018 gewähltes Beiratsmitglied und war seit Beginn neben Beate von Malotki Stellvertreter von Josephine, ich hoffe, ich lese den Namen richtig vor, Josephine Schellens, die nun wegen Wohnortwechsels aus dem Gremium ausschied. Für Budnik wiederum rückt Sven Schipper, Delegierter des Sozialverbandes VDK, in den Vorstand nach. Ja, also wie gesagt, ich finde es ganz toll. Gratulation an den neuen Vorstand und ich drücke die Daumen, dass weiterhin so gute Arbeit geleistet wird. Ja, so, dann wollt ihr mal ein Praktikum machen. Ein Praktikum und zwar in der Stadt Nancy. Wollt ihr das? Okay, könnt ihr machen. Öffentlichkeit veröffentlicht hat das Mühlberg Live. Und zwar, es geht darum, Karlsruher Studierende oder Studienanfängerinnen und Anfänger im Alter von 18 bis 25 Jahren können im Rahmen der Städtepartnerschaft von Karlsruhe und Nancy vom 3. bis 28. August wieder in die Stadtverwaltung der lothringischen Hauptstadt hineinschnuppern. Dabei handelt es sich nicht um ein Fachpraktikum, sondern Ziel ist, die französische Sprachkenntnisse zu verbessern, das Leben in und die Verwaltung der Partnerstadt in verschiedenen Bereichen kennenzulernen. Ja, ganz gut. Was wird geboten? Es wird geboten ein Taschengeld in Höhe von 150 Euro, einen Fahrtkostenzuschuss von 52 Euro sowie freie Unterkunft und Verpflegung. Das Projekt verbessert interkulturelle Kompetenz, lässt Netzwerke entstehen und verbindet vor allem junge Menschen miteinander. Können auch ältere Menschen sein. Ja. So, also, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr anrufen bei der 133 15 22, fragt nach der Frau Iris Kessler und die gibt euch Auskunft. Oder ihr schreibt iris.kessler@ha.karlsruhe.de und da bekommt ihr auch eure Infos. Also, wenn ihr da Lust habt, macht es. Jetzt haben wir ja ein ganz anderes Thema und zwar Taschendiebe sind wieder unterwegs. In Mühlberg hat es da einen Fall gegeben. Da hat jemand einer älteren Dame mal wieder die Handtasche gestohlen. Dem sollen die Hände abfaulen. Gruß von der Mühlberg News. Und es hat schon mehrere Fälle jetzt in Karlsruhe gegeben. Und zwar seit Jahresbeginn wurden 41, seit Jahresbeginn, Leute, überlegt mal, seit Jahresbeginn 41 Anzeigen wurden da gemacht. Also die Polizei reagiert natürlich, es wird verstärkt Patrouille gelaufen, gefahren, aber ihr wisst ja,
Wenn man da mitten in der Menge ist oder in der Straßenbahn, hat man wahrscheinlich keine Chance. Leute, Geldbeutel in die Innentasche, Frauentasche, liebe Beate, auch du, Reißverschluss zu, den Geldbeutel am besten ganz nach unten. Da gibt es wirklich viele, viele Tricks, die ihr anwenden könnt, damit euch nicht der Geldbeutel geklaut wird. Weil das Schlimmste ist ja, im Geldbeutel sind meistens so 100, 200 Euro drin. Aber eure ganzen Papiere, ja, eure Ausweise, eure Karten, das ist, weil ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch nur 50 Euro in der Tasche. Entschuldigung, also ich wollte jetzt niemand hier was unterstellen. Aber bitte passt darauf auf. Und wenn ihr was seht, sofort Polizei rufen. So, und dann habe ich ganz neu reinbekommen, deshalb habe ich es noch nicht auf meinem Handy. Und zwar, es wird umgebaut. Jetzt lese ich es einfach so vor. Umbau der Gellertstraße und Globschluckstraße. Was wird gebaut? Die Fahrbahn sowie die Parkplätze und Gehwege werden erneuert. Die Straßenentwässerung und die Beleuchtung werden verbessert. Wo wird gebaut? In der Gellertstraße zwischen Globschluckstraße und Herderstraße. In der Globschluckstraße zwischen Kaiserallee und Gellertstraße. Also das gibt schon eine größere Sache, denke ich mal. Die Fahrbahnen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Verkehrsflächen neu aufgeteilt. Die Fahrbahnbreite wird reduziert. Okay. Um Längsparkplätze Globschluckstraße sowie Schrägparkplätze zwischen den Bäumen Globschluckstraße und Gellertstraße zu erhalten. Also Freunde von der Stadt Karlsruhe. Jetzt sage ich euch eins, genau dasselbe habt ihr vor ein paar Monaten gesagt, als ihr die, mir fällt es jetzt nicht ein, welche Straße, in Mühlbeuk, und da habt ihr Parkplätze weggenommen und ihr habt die Straße verengert. Also ganz ehrlich, ich werde es kontrollieren. Ja, ehrlich jetzt, das kann es nicht sein. Also wehe euch, ihr macht Parkplätze weg, wehe euch, oder einen Baum, dann schalte ich die Grünen ein, ich schwöre es euch. Okay, also, die Gellertstraße wird als Einbahnstraße in Richtung Peter- und Paulplatz, die Globschluckstraße wird als Einbahnstraße in Richtung Gellert und beziehungsweise Sophienstraße eingerichtet. Parken ist aufgrund des Baustellenbetriebes leider nicht möglich. Das Ganze geht vom 2. März bis 29. Mai. Liebe Leute, die ihr dort wohnt, ihr tut mir leid, ja. Aber ich habe für euch auch eine E-Mail-Adresse. Und zwar die Bauoberleitung Herr Greuling. Und zwar detlef.greuling@opb.de oder der Herr Drassel, das ist der örtliche Bauüberwachungsmeister. Dem könnt ihr schreiben unter gotthard.drassel@opb.de. Also, wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt diesen beiden Herren und passt darauf auf, dass die Parkplätze noch alle da sind und dass keine Bäume gefällt werden. Das ist jetzt mein Ernst. Letztes Mal haben wir nämlich nicht aufgepasst und dann wollte es keiner gewesen sein. Nur man hat ja das nicht vorher gewusst. Gut, so, unsere Telefonzellen. Es fragen immer wieder jetzt die Leute, was ist was mit den Telefonzellen? Diese Telefonzellen werden umgebaut zu Bücherschränken. Jetzt habe ich gesagt, wir sind die Einzigen. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die Bücherschränke, also umgebaute Telefonzellen haben. Aber die werden so toll. Und ich habe versprochen, dass ich keine Bilder zeige. Das tut mir so weh. Ich darf euch keine Bilder zeigen. Es tut mir leid, ich habe es versprochen. Ja, wir werden das geheim halten. Das Einzige, was ich zeigen darf, sind die Telefonzellen, wie sie jetzt im Moment aussehen, aber die habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Es werden ganz, ganz tolle Telefonzellen. Uschi Becker, die Firma USS, die Firma Büchele, der Bürgerverein, die Stadt Karlsruhe mit Yes-Projekt. Wir werden dieses, ist ein ganz tolles Projekt, wir werden diese Telefonzähler, Bücherschränke dann aufbauen in Mühlbeuk. Ich warte immer noch auf die Erlaubnis vom Tiefbauamt. Hallo Tiefbauamt, vielleicht seht ihr die Sendung. Ich bräuchte von euch endlich die Erlaubnis, dass ich diese zwei Telefonzellen aufstellen darf. Also bitte
Nein, zack, zack, sage ich nicht, aber hui, hui. Also, bitte, bitte schickt mir die Erlaubnis. Okay, also, lasst, ja gut, was ich vergessen habe, wir werden natürlich eine ganz, ganz tolle Party machen. Beate muss husten hinter der Kamera. Hust doch einmal richtig, dann ist weg. So, also, dann unser Anhänger, den wollte ich nochmal zur Sprache bringen. Wir haben ja unseren Anhänger mit einem Kühlschrank, mit Sitzgarnituren und Grill. Den könnt ihr euch ausleihen. Wenn ihr eine Anhängerkupplung habt, dann könnt ihr euch den Wagen bei uns holen, den könnt ihr mieten. Ja, fragt einfach an bei uns und ich sage euch dann, was der kostet. Glaubt mir, er kostet nicht viel, kann sich jeder leisten für ein Wochenende. Wir vermieten den an Vereine, an Schulen sowieso, an Firmen oder auch an Privatleute. Also ist eigentlich egal. Also wenn ihr Interesse habt an diesen Anhänger, bitte Info an mich oder wie gesagt, Anruf an mich. So. Jetzt habe ich eine sehr, sehr traurige Meldung und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ja, Club 77, ja, ist für uns leider Geschichte. Wir müssen es einstellen. Es hat mehrere Gründe. Ich möchte das jetzt hier so nicht, also es hat nicht, dass es jetzt wieder heißt, ja, die haben Ärger. Nein, wir hatten keinen Ärger. Es geht einfach darum, es kostet viel Zeit. Wir haben jetzt wieder unsere Festlichkeiten, wir schaffen es einfach nicht. Und dann, ja, es sind halt ein paar Dinge, die ich jetzt hier so nicht erklären kann. Deshalb hat sich der Bürgerverein Mühlberg dazu schweren Herzens entschlossen, vorerst mal keine Tanzveranstaltung mehr zu machen. Aber wer weiß, es ist bestimmt nicht das letzte Wort. Ich möchte mich hier bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, beim Ralf, beim Marius, beim Haus Rheingold, beim Team vom Bürgerverein Mühlberg und bei allen Gästen, die uns die Treue gehalten haben. Wie gesagt, es ist nicht das letzte Wort. Wir kommen bestimmt wieder mit einer Tanzveranstaltung, glaubt es mir. Das machen wir auf jeden Fall. So, und jetzt kommt das Wurstelwetter. Es sieht nicht gut aus, es soll regnen, es soll windig werden, es soll sogar schneien, natürlich kein Schneeregen, weil es soll 8 Grad, 6 Grad, also es soll nicht so kalt werden, aber es ist oder wird ein Schmuddelwetter sein. Ja, das war's für heute. Ich denke, es waren gute Nachrichten. Wir hatten ja, eigentlich schon sehr originelle Nachrichten und wir können nicht immer ein Highlight haben, wie gesagt, aber ich werde nächstes Mal hier was haben und da ist ein Haar. Schau mal, so jetzt. Wir werden hier nächstes Mal was haben, wo wir wieder versteigern und dass ich wieder Gäste im Studio habe. Ich werde den Wurstel fragen, ob er Lust hat, mein Interviewpartner zu sein. Wenn ihr übrigens mal sagt, okay, ich hätte da jemanden, den hätte ich, warum holt er denn nicht vor die Kamera, den hätte ich gern mal gesehen, führ doch mal ein Interview, machen wir gern, gibt uns Ideen und wir machen es, okay, alles klar. Also, was ich vorhin vergessen habe, hello, jawohl, also Fasching ist noch nicht ganz vorbei, noch eine kleine Information, falls ihr es noch nicht gehört habt, Hering essen in der Narrenschell bei der MCG fällt leider aus, die hatten Sturmschäden, können also dieses Jahr leider kein Heringsessen machen. Also erst wieder nächstes Jahr. Ich bedanke mich und ich sage wie immer, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye.